Stars des DDR-Kabaretts, Knut Wolters und Friedhelm Lenz. Ich muss dir mal was sagen, Friedhelm, aber sei nicht böse. Nein. Du bist ein bisschen alt geworden. So, Fenster. So ein Hauch eingefallen um die Wangen. Dafür hast du dich kaum verändert. Mhm. Immer noch Gewichtsprobleme. Also der Kommunist, der lacht mit offenen Vokalen, so hoho! Ja, das, ja. Ja, so. Kannst du nicht ein bisschen revolutionärer spielen lassen? Genossinnen, Genossen! Oh Gott! Die Lage ist ernst. Das kommt doch niemals an. Ich bin die Regisseurin. Oh. Und die Redakteurin. Und die Aufnahmeleiterin. Und die Produktionsassistentin. Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich kann nicht mal richtig kochen, deshalb hungere ich seit Wochen. Seine Bildung ist gehoben, doch er ist allein da oben. Ich kenn alles von Adorno, aber keinen guten Porno. Wir haben's kapiert, erspar uns zwei Tage Details. Ich bin der Mann, der zu viel weiß. Ja, und dann ist da noch mein Sohn. Ach, der Sohn. Ja, ist aber auch arbeitslos. Aha. Ja, das macht einen doch stolz, wenn der Sohn das Lebenswerk des Vaters fortsetzt. Wenn gar nichts mehr ging und das Publikum überhaupt nicht reagiert hat, dann hat er diesen... Er macht auf klug. Er wirkt so fein. Er liest den ganzen Tag nur Zeitung, um auch geistig fit zu sein. Doch sein Denken und sein Handeln wird bestimmt durch einen Fakt. Wie spiele ich den nur an die Wand, damit er seinen Text verkackt? Vorwärts immer, jünger nimmer. Ja, ganz ruhig, das wird schon wieder. Ja, dann diese falschen Versprechungen. Ja. Niemand hat die Absicht, ihn bettfesselnd anzulegen. Wer hat uns verraten, die Pfleger mit den Barbituraten? Pensionäre aller Länder, vereinigt euch! Wir sind die Kahlen, Radikalen, und wir entscheiden alle Wahlen. Über Wälder, Wiesen und Auen kommt das faltige, kantige Grauen. Und unsere Pension, die haben wir schon. Haben wir schon. Jetzt machen wir Revolution! Ja, und